Johannes Geis, herzlich willkommen beim 1. FC Köln. Das ging jetzt alles ganz schnell. Wie waren die Gespräche und warum der FC? Ja, die Gespräche waren natürlich top. Hatte ein sehr gutes Gespräch mit dem Trainer gehabt, der sich sehr für mich interessiert hat. Und deswegen ging es am Ende jetzt relativ schnell. Bin froh, hier zu sein und mit der Mannschaft dann auch endlich anzufangen. Worauf dürfen sich die Fans freuen und worauf freust du dich? Ich freue mich natürlich auf die Fans, auf das Stadion, auf die Mannschaft. Ich habe schon viel gehört, kenne ja ein paar Jungs ja auch. Und die Fans dürfen sich freuen, dass ich mich voll reinhauen werde, alles geben werde und den Rest sehen wir dann im Stadion. Du hast eben schon Timo zum Beispiel getroffen. Ich glaube, mit dem hast du zusammen in der U-Nationalmannschaft gespielt. War er überrascht, dass du auf einmal hier in der Tür standst? Ja, wir haben schon vorher ein bisschen geschrieben, also so überrascht war er nicht. Aber ja, Timo, Marco Höger, Christian Clemens, Lasse Sobich kenne ich natürlich noch vor ein paar Jährchen her. Aber ich denke, die Mannschaft ist korrekt. Haben schon viele gesagt, dass die Mannschaft super ist und da freue ich mich jetzt drauf. Was hast du dir persönlich vorgenommen? Persönlich natürlich der Aufstieg. Das ist das Allerwichtigste und der Mannschaft einfach helfen. Aber wie gesagt, der Aufstieg steht über allem. Du bist schon mal aufgestiegen mit Fürth, war glaube ich dein erstes Profijahr. Kannst du dich da noch dran erinnern und stellt man sich das schon mal vor, so als Ansporn? Ja, natürlich. Der Aufstieg war brutal, war enorm. War natürlich das erste Mal in der Bundesliga für Fürth, aber das Gefühl will man natürlich wieder haben, jetzt am Ende der Saison. Und dafür werde ich alles geben, wird die Mannschaft alles geben und da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch schon auf die Schlagzeilen mit Geis, also Geis-Bockheim, Geis-Bock insgesamt. Wird wahrscheinlich kommen. Ja, natürlich, aber da habe ich mich schon darauf eingestellt, habe ich schon mit meiner Familie und Freunden bequatscht, die haben auch schon ein paar Späße gerissen. Aber ja, jetzt bin ich hier und Hauptsache es läuft und da können auch Späße gehören, denke ich, hier auch dazu. Wunderbar, dann guten Start, viel Spaß. Dankeschön. Danke.